11. März 1943, 8.20 Uhr, 9 Meilen östlich von Turan, sonnig, leicht windig, 27 Grad. Um 6 Uhr wurden Soldaten vom 44. Aufklärungsregiment losgeschickt, den Feind bei Turan zu observieren. Ich nenne es einfach mal Turan. Es heißt, er hätte weder Panzer noch größere Geschütze in dieser Gegend, daher rücken wir mit den Crusader-Panzern vor, um die Stadt zurückzuerobern. Der Brigadekommandant sagt, dass uns dies einen entscheidenden Vorteil ihren Truppen gegenüber bringt. Aufgrund der engen Gassen in der Stadt ohne Platz zum Manövrieren kann sich dies allerdings schnell wieder erledigt haben. Schon gehört, dass Norman zu Hause ist? Der Glückliche hat ein Bein ab. Zumindest kann er die Wüste verlassen. Ja, auch hier wieder diese Dialoge zwischendurch. Damit es halt belebter aussieht. Ob das jetzt immer der Fall ist, ist noch was anderes. Aber naja. Es wurde sich zumindest ein bisschen was überlebt und es ist gerade mal relativ viel los hier. Viele Panzer, viele Leute, viele Gegner. Es ist halt wirklich so, ne? Call of Duty sind eigentlich in erster Linie Massenschlachten, habe ich den Eindruck. Im Norden! Ja, du stehst im Weg, ich kann nicht weg. Oh, hallo. Oi. Ich weiß auch nicht, wie viele Wege man hier tatsächlich hat an dieser Stelle. Wahrscheinlich wird es wieder recht linear sein. Es wirkt halt nicht so, ne, weil es hier relativ offen aussieht, aber ich glaube, stellenweise sind Wege einfach mal versperrt. Dadurch, dass man da recht schnell abgemäht wird. Ich weiß nicht, ob man dann trotzdem lang könnte, wenn man extrem skillvoll spielt oder auf allen Fachen Schwierigkeitsgrad. Kann auch gut sein. Ja, sehr gut. Ja, fröhliche Weihnachten, na, hat er schon mal gewünscht. Aber wie zielgenau die Waffen sind, das ist schön. War da nicht jemand? Hallo? Offenbar nichts. So. Was soll ich genau machen hier? Finden Sie den Beobachtungspunkt des Feindes. Da bin ich gerade mal bei, ne? Wie Tommies? Was für Tommies? Sind die Briten damit gemeint? Oder wer sind die Tommies? Nicht, dass die Thomas Gottschalk da umbringen wollen. Wobei, damals hat er noch, glaube ich, gar nicht gelebt, ne? Dann wäre er schon sehr alt jetzt. Er ist schon nicht mehr der Jüngste, aber so alt nun auch nicht. Alter. Hm. Ach so, stimmt. Rauchgranaten habe ich ja auch. Ja, klappt super. Habe ich ja komplett vergessen jetzt. Die Mission lang. Beim Telefonmast. Hier sind überall Telefonmasten. Ja. An die Rauchgranaten habe ich jetzt ja genau gar nicht gedacht. Ich glaube, ich habe die damals auch vollkommen ignoriert, als ich das Spiel durchgespielt habe. Nur in der ersten Mission, wo man das halt machen musste, damit das funktioniert. In der Tutorial-Mission. Ja, hat super funktioniert hier. Stirb, du Blumenkübel. Ja. Das hätte nicht Not getan hier. Ach, was. Ja, wo. Aber ich muss schon nach rechts da, ne? Nicht nach links hier. Das sind keine Kumpels, okay. Ich wollte gerade sagen. Können die mal mit ihren Telefonmasten aufhören? Ich weiß nicht mehr, welches meine Leute sind und welche. Das ist nicht meine Leute. Ja. Hi. Ich kann doch nicht einfach durch die Gegend ballern. Also nicht mehr als sonst. Toll. Wow. Das hat genau gar nichts gebracht jetzt. Und irgendwie zuppelt gerade mal meine Maus rum. Was ist da los? Hä? Maus? Ah, ist wieder besser. War anscheinend irgendwas drin. Ich habe da mal reingepustet. Ha.
Ach, da hinten kommt jetzt ganz her. Okay, vielleicht so ein Ticken offener ist diese Gegend dann schon. Aber es ist noch lange entfernt von halbwegs Open World oder dass man wirklich Entscheidungsmöglichkeiten hat. Kann ich da... Oh, da kann ich sogar rauf. Ja, okay, das ist vielleicht doch eine Möglichkeit. Da kann man auch rauf. Ich muss nur halt komplett woanders hin gerade mal. Ich glaube, hier bin ich nämlich falsch. Jops. Ah, ist ja schön. Einfach mal falsch, dann kann ich da denn hoch. Oder kann ich hoch? Geil. Ach, okay, okay. Wie schön, dass da extra Fässer sind, damit man die beschießen kann. Flak mit der Sprengladung. Ich brauche erstmal eine Sprengladung. Hi. Oh, habe ich denn mal irgendwo eine Sprengladung hier? Oder soll ich die nicht hier... Flak mit der Sprengladung? Nehmen Sie den feindlichen Observationspunkt ein. Ach, das ist... Okay, der macht das. Alles klar. Halt, stopp. Ja, was hier alles los ist, meine Güte. Was hier wirklich erstmal los ist. Aber gut, ja, man gibt sich ja Mühe. Man gibt dir nicht sofort auf hier. Kann man auch mal ein Momentchen kämpfen. So. Ja, so eine Granate vielleicht wäre noch mal nett. Ich glaube, ich habe da noch genug von. Weil mit nach Hause nehmen will ich da auch nicht wieder. Wir können ruhig weg. Da ist keine Garantie mehr drauf. Ja, bei solchen Missionen habe ich immer den Eindruck, man muss manchmal sehr gewagt einfach vorpreschen und dann funktioniert das Ganze schon. Dass man nicht zu vorsichtig spielen darf, weil sonst kommt der Gegner halt immer wieder mit neuen Einheiten nach. Das geht dann auch nicht. Warum kommen jetzt von da an? Da waren wir doch eben gerade schon mal. Da haben wir doch eben schon eingenommen. Das ist ein ständiges Rumgeschiebe. Ach, guck mal. Na gut, so gerade wie die Leiter steht, ich weiß nicht, ob ich da drauf rumrennen wollte. Das ist doch, sobald man sich da dran festhält, ist dann doch eine tierische Gewichtsverlagerung nach hinten. Aber gut, es hat funktioniert. Physik hat in diesem Spiel nicht gewonnen. Es wird Zeit, Bewegung! Ja. Man hätte auch überhaupt nicht hier rüberspringen können. Wobei, das hätte man tatsächlich nicht. Ah, hier vielleicht rübersteigen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man möchte das Risiko einfach nicht eingehen, dass man hier an dem Stacheldrahtzaun festhängt. Behaupte ich einfach mal. Rauch! Funktioniert super. Ja, wobei, das geht tatsächlich. Hi. Die Fässer sind schon praktisch. Warum auch immer die hier überall rumstehen. Ich weiß, es sind Munitionsfässer, aber trotzdem. Munition kann man immer mal gebrauchen. Ich meine, nicht Munition, Benzin. Okay, da war ich nicht dicht, nicht weit genug weg. Das war etwas ungünstig, aber es wird mir ja wieder schnell reingesetzt. Passt schon. So, einfach mal alles voll Granaten. Kann ich hier rumkommen vielleicht? Oh, das wäre total schlau. Voll taktisch und so flankieren. Jo, auch das ging sogar. Nein, da war noch jemand. Wenigstens renne ich hier nicht hinterher. Ey, hat vielleicht mal jemand gerade mitgezählt, wie oft er schon gesagt hat, dass jemand beim Telefonmast ist? Hier ist ein Telefonmast neben dem anderen. Und vor allem
hat man da ja nichts von. Oh, neben dem Telefonmast. Ja, kann ich genauso gut sagen, neben dem Haus. Weil die auch überall sind. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe das, glaube ich, jetzt zu Genüge ausgeführt. Diesen Quatsch. Ach. Warte mal, sind wir hier nicht vorhin mit dem Panzer lang? Mal so gesehen. Wie viel los hier ist. Was? Boah, ey, das, wie kann das sein, dass sie von allen Seiten immer nachkommen, obwohl wir da vorher aufgeräumt haben? Das ist ja mal anstrengend. Ich glaube, die Mission mochte ich damals auch nicht so gerne. Ich habe eine Vermutung, warum. Na gut. Es ist halt wirklich eine Mission, wo man nicht viel nachdenken muss. Sondern nur irgendwie gucken, wo man flankieren kann und das war's dann. Es ist jetzt nicht spielerisch so wahnsinnig wertvoll hier. Ja, mach ich doch. Mach ich doch. So, kaputt. Kaputt. Nachladen. Schießen. Natürlich will er keinen MG42 haben. Weil noobig wäre, würde er sich ja eingestehen, dass er nichts kann. Weil mit dem Ding irgendwas treffen ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Oh. Hall, ja, toll, Kameraden, schön und gut. Das war doch nur Deko, das war doch nur ein Scherz. Na gut. Das war so schön bisher, bis zu dem Zeitpunkt. Bevor das Spiel gemein zu mir wurde. Was war das denn für ein Mädchenwurf? Ich hab nichts gegen Mädchen oder deren Wurffähigkeiten. Ich werfe ja selber auch nicht sehr gut. Es war nur ein sehr klischeehaftes Ausdrückchen zwischendurch. Hallo Jungs. Na, heute schon die Welt erobert? Hoffentlich nicht. Zumindest nicht meine Welt. Mein Herz schlägt nicht für euch. Warum auch? Ihr wollt mich umbringen. Das finde ich meist nicht so nett. Ich bin ja nicht so der Typ für, wenn man mich umbringen will. Finde ich nicht so geil. So, das sind alles Gegner, ne? Genau, Gegner. Hallo. Ja, es sind die Briten auch. Und die Schnitzel, natürlich. Da. Hätte man nicht auf dem Panzer bleiben können, vielleicht? Hätte ich ja mal sehr gut gefunden. Oh, ich meine, die Mission jetzt nicht zu Fuß machen. Und Platz genug sollte ja sein. Auf diesen ganzen Wegen hier. Da ist sogar noch ein Panzer. Oder war das ein Kumpel? Das ist kein Kumpel. Ich glaube, wir müssen den gleich wegspringen mit dem Raketenwerfer. Eliminieren Sie die Flak 88 Teams 3 übrig. Ja, die Teams, schön und gut. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, die Flak selber hat er ja nicht auseinandergenommen hier. Ah, guck mal. Yeah. Stirb, du Topf. Ich brauche noch der falsche. Okay. Ach, das ist ein Kumpel. Sehr gut. Ja, au, okay, da vielleicht nicht lang. Wo ist denn die 88er? Where is that Ding? Thompson. Ich würde gerne da drauf, aber das geht nicht. Schade. Da oben, ne? Hat sie ihn zerlegt? Ah, verdammt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das
Klar, das hätte man wahrscheinlich verhindern können, aber würde die Mission einfacher werden, weil wir einen Panzer noch dabei haben? Oder würde der sowieso innerhalb von kürzester Zeit auch sein Ableben finden? Er ist, wenn ich lebendig, aber er kann ja ableben zumindest. Wenn man sich Mühe gibt. Aber eine ganze Menge, auch ableben. Hi. So. Ich schmeiß mal so ein bisschen Krempel rein, ne? Guck mal, das stört dich nicht. Ich hab keinen Granat mehr. Weil die Gegner mir auch manchmal ein Granätchen zwischendurch geben. Vielleicht, ne? Da haben wir jetzt wieder drei Splittergranaten. Wunderbar. Halt! Ja, doch, bei dieser Mission merkt man, dass es auch ein bisschen schwerer gestaltet ist. Nicht gestaltet, sondern eingestellt. Okay, das ist ein Kumpel. Na! Na! Was machen die denn da? Hallo? Ach so, das ist ein Kumpel. Ja, haben die das Gerät mal hier kaputt gemacht? So. Machen wir es halt anders. Hallo. Na, du? Da zockt noch was. Das ist schön. Ich glaube, es gibt so hier ziemlich an jeder Stelle mehrere Wege. Und einer davon führt immer von der Seite daran. Das heißt, dass man die Geschütze meistens umgehen kann. Habe ich zumindest den Eindruck. Kann auch falsch sein, aber ich habe den Eindruck. Ja, vielleicht war der Eindruck ein bisschen zu tief. Ist jetzt alles nicht nur eingedrückt, sondern auch kaputt gedrückt. Steckt man ja nicht drin. Vor allem, wenn man da drin steckt, dann wäre der Eindruck aber sehr tief. Wenn man da ganz reinpasst. So. Ja, sterben. Da war noch einer, ne? Du bringst mich nicht um. Das machen andere schon. Ah. Ja, Granate. Ja, dreh dich um, die sind hinter dir. Ja, toll. Das war sehr schlau von dem. Also erstaunlich, wie manchmal die NPCs gar nicht so schnell sterben. Obwohl die sich eigentlich ziemlich, naja, ich will nicht sagen blöd verhalten, aber doch schon ziemlich blöd. Zumindest nicht sonderlich schlau. Spiel gespeichert. 88, wir müssen die einnehmen. Hallo. Ja, ich mach mal so ein... Okay, die kommen alle also von da hinten noch an. Könnte auch von vorne kommen, aber ich glaube, ich habe da nicht allzu viel von, oder? Ich weiß es gar nicht mal. Hallo Jungs. Warum kommen die eigentlich jetzt hier an? Weil die anderen rumgeschrien haben und haben die das gehört hier, oder was ist da los? So, ich werfe mal ein bisschen. Ich mag das Wurfgeräusch. Und damit habe ich jemanden getroffen. Auch geil. Natürlich ist da noch ein neuer Gegner. Komplett von hinten vielleicht? Ja, guck mal. Die Luxo. Wobei meine Munition auch sehr nachlässt. Aber man merkt schon, an welchen Stellen man zu sein hat und wo nicht, ne? Weil hier ist die Action, da ist nix. Klar, dass es nicht überall funktionieren kann, aber man merkt dann doch die Unterschiede. Halt. Neun Schuss habe ich noch. Ich berichtige, ich habe gar nichts mehr. Okay, die Gegner haben tatsächlich mal jemanden umgebracht. Ich meine, die Verbündeten. Das ist immer krass. Ich dachte, die sind komplett nutzlos. Außer als Kanonenfutter, aber anscheinend nicht. Weil die halt auch nicht viel machen. So. Ein paar Deutsche verschanzen sich in der Moschee. Schnappen wir sie uns.
Ja, können wir gerne machen. Wenn es danach ein Eis gibt, da wäre ich sehr für. Aber auch hier, ne? Man hat keine Sekunde mal, wo nicht geballert wird. Man kann darauf stehen, man kann aber auch sich denken, ach ja, es könnte auch ein bisschen abwechslungsreicher sein. Wobei man halt auch sagen muss, es spielt sich halt von der technischen Seite, vom Spielgefühl her spielt es jetzt echt gut. Es reagiert alles sehr direkt. Ist alles sehr ordentlich. Da kann man nichts gegen sagen. Um es auch mal gesagt zu haben. Aber irgendwie fehlt mir noch immer ein Teil, ein gewisser Teil von der Mission hier. Wobei die gerade mal recht lang ist. Spannenderweise. Benutzen oben was? Ach so. Ach. Ja. Die 7. Panzerdivision hat euch besiegt. Kommt bald wieder, ihr Deutschen. Wir warten schon auf euch. Okay. Bis später. Ach, der meint nicht mich. Meine letzte Krautfresser, was, Davis? Das muss beim Synchronisieren schön gewesen sein, dass die deutschen Synchronsprecher quasi ihr eigenes Volk beleidigen. So halbwegs. Ja.